meine Stimme. Heute ist Glitzmistag Nummer 5. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ich nehme euch heute ein bisschen mit. Und zwar steht heute echt viel an. So, gucken wir mal, wo dieser kleine Mensch ist. Dieser kleine Mensch. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon. Ja, guten Morgen. Luki? Hat da jemand vielleicht Hunger? Oh, ja. Ja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, kleiner Mann. Ja, guten Morgen, Baby. Guten Morgen, kleines Baby. Wenn Glitzmas für euch schon das dritte Jahr ist, oder das dritte Mal, dann wisst ihr, wenn Louis Essen bekommt, dann wird es natürlich abgewogen. Ne, Louis? Ja, wir müssen ihr Essen abwiegen. Sonst wirst du dick oder kriegst zu wenig. Richtig? Richtig. Louis kriegt morgens immer 30 Gramm Trockenfutter und abends kriegt er 100 Gramm Nassfutter nicht. Ja? Hast du jetzt vielleicht schon Hunger? Ja, du kriegst jetzt was denn zu essen. Es gibt ja Leute, die, also auch bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis, die geben ihren Hunden einfach so nach Augenmaß oder nach Gefühl. Und dann wundern sie sich, wenn die Hunde irgendwelche Probleme haben oder zu dick, zu dünn sind oder irgendwelche Mangelerscheinungen haben oder. Deswegen finden wir es eben seit 3 Jahren gut, jeden Tag oder zweimal am Tag sein Essen abzuwiegen. Der Louis. Ja, du wartest schon ganz artig. Jetzt gehen wir gleich, ne? Sind Sie bereit? Sind Sie bereit, um Gassi zu gehen? Mit Giovanni? Ja, mein Schatz. Ja, mit Giovanni. Oh, wen riechst du da? Ja, also ich war gestern Abend bei der Gaga auf ihrem Geburtstag und da war ja Smoky dabei. Smoky ist ein anderer Hund. Und der hat da halt auch geschnüffelt und jetzt schnüffelt der hier dran. Irgendwo hier an meinen Bein muss der wohl geschleckt haben oder so und jetzt riecht er das. Ja, wo war Mama gestern? Ha? Luki? Oh, bist du jetzt böse auf mich? Bist du jetzt böse auf Mama? Dass Mama mit anderen Hunden geschmust hat? Ja. Ja, Mama, ich verzeih dir, aber nur, wenn wir jetzt sofort rausgehen und du nicht mehr so viel redest, bitte. Na gut, komm. Komm. Ja, fein. Der ist so süß. Leider sieht es hier nicht so weihnachtlich aus. Und winterlich, aber das kommt noch. Ne, Louis? So, jetzt mache ich mein Frühstück. Heute gibt es, Moment, I show you, Joghurt, Amaranth-Müsli und ein paar Früchte und Cranberries und so. Ne, das esse ich jetzt. Das esse ich jetzt, ja. So. Und während ich mir mein Frühstück mache und auch während ich frühstücke, schaue ich eigentlich Snaps an von meinen liebsten Snappern quasi. Oder auch nicht liebsten, aber ich gucke sie ja trotzdem. Was brauche ich jetzt? Einen Löffel. Ja, und heute ist halt auch so ein Tag, der irgendwie, also total, heute ist Freitag und wenn ihr das seht, ist es Samstag, der so komplett voll beladen ist mit tausend verschiedenen Dingen. Also das ist echt, ja. Ich warte gerade auf ein UPS-Paket, welches aus der Türkei kommt. Ihr wisst ja, dass ich in der Türkei war. Wenn ihr das Video von gestern gesehen habt, wo ich so einen leichten, emotionalen, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich war halt irgendwie ziemlich emotional. Und ja, guckt euch einfach an, falls es euch interessiert. Und ich bin da nicht mit allen Samples heimgegangen, deswegen haben sie noch die restlichen losgeschickt. Ich habe so viel Zeit in Istanbul, also durch die 2 Tage, die ich in Istanbul war, habe ich halt, ist mein ganzer Plan durcheinander gekommen. Und jetzt habe ich eigentlich mehr zu erledigen, als ich eigentlich, als mir lieb ist.
Und dann mache ich später noch Cupcakes, und zwar Star Wars Cupcakes, weil der Verlobte von meiner Cousine hat heute Geburtstag und wir überraschen ihn. Wir haben eine Überraschungsparty geplant, die so cool ist. Und zwar hat er überhaupt keine Ahnung, dass überhaupt irgendwas stattfinden wird. Und wir sind alle als kleine Nerds verkleidet, weil er die Serie... Das ist jetzt mein Frühstück. Joghurt, Amaranth-Müsli, Cranberries, Himbeeren und Heidelbeere. Yes. Ich glaube, das ist das Outfit für heute Abend wird. Ich habe euch ja erzählt, es ist ja eine Nerd-Party quasi. Und Big Bang Theory mäßig. Und ich glaube, dass das ganz gut aussehen könnte. Vor allem auch noch mit der Nerd-Brille und dann noch mit Perlenohrringen. Ja. Ich mache jetzt doch Cupcakes, glaube ich. Ja, anstatt heute Abend. Und zwar sind das jetzt mal meine Deko-Sachen. Lebensmittelfarbe zweimal und dann noch so Streusel. Die sind so cool. Wenn das mal fokussieren würde. Focus. Ja, genau. Und dann hätten wir noch hier die Muffinförmchen. Ich glaube, die gehören andersrum. Moment. So. Und das ist halt richtig cool. Das sind so Lichtschwerter. Und auf die freue ich mich halt echt sehr. Oh, ich hoffe, die gelingen mir. Verschiedene Rezepte habe, ändert sich auch immer die Menge. Und deswegen, der Teig ist fertig und jetzt befülle ich 12 Stück mit diesen Muffinförmchen und danach werde ich den Teig, glaube ich, ein bisschen einfärben. Und jetzt habe ich noch den Teig blau eingefärbt. Ich glaube, es sieht danach halt ganz gut aus, weil der andere Teig ist halt ganz normal geworden. Oh, die lassen wir jetzt mal drin. Tschüss, Cupcakes! Hier sieht es aus. Aber die Cupcakes sind soweit fertig. Und jetzt kühlen sie noch ein bisschen ab. So. Das sind die gelben. Die sind so süß geworden. Guck mal. Die Samples sind da. Louis, freust du dich? Auch. Naja. Geht so, Mama. Ich will eigentlich jetzt lieber schlafen gehen. Sind sie, unsere Samples aus der Türkei, und ich mache sie jetzt auf und kann euch natürlich noch nicht so viel zeigen, beziehungsweise eigentlich noch gar nichts, aber bald, ich verspreche es euch. Eine kleine Outfit-Änderung zu meinem Nerd-Outfit. Also, das ist meine Frisur. Dann habe ich noch so Ohrringe drin, ne? Dann ein Karo-Hemd mit einem Pullover, einen Rock und eine schwarze Strumpfhose. Und natürlich meine Nerdbrille, das ist ja wohl klar, ne? Und da er so auf Superheroes und so steht, haben wir ihm jetzt quasi, machen wir so eine Fotowand, so eine kleine. Und ich musste jetzt noch so ein paar Sachen ausdrucken. Und das hier noch. Und dann sind noch andere Superheroes drin. Und das schneiden wir dann aus, kleben es an die Wand und dann können wir coole Bilder machen. Das ist der Streber Nummer 1. Das ist ihr Outfit. Sehr schön. Die Schlappen. Ja, das ist Streber Nummer 2. Hast du Sommersprossen? Ja. Sehr schön. Und ich habe mir auch ein paar Sommersprossen verpasst. Hallo. Bazinga! Und gute Nacht, ihr Lieben. Wir sind jetzt zu Hause und ich bin so kaputt. Ich habe heute echt so einen krassen, anstrengenden Tag gehabt, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich nur Cupcakes gemacht habe. Und tatsächlich habe ich 4 Stunden lang Cupcakes gemacht. Jetzt bin ich echt richtig K.O. Jetzt tue ich mich eigentlich nur noch abschminken, obwohl
so viel ist eigentlich gar nicht mehr drauf, weil die Kali mich komplett die ganze Zeit abgeschleckt hat, also der Hund von meiner Cousine. Oh, ich habe euch ja gar nicht gezeigt, was in meinem Türchen heute war. Ich weiß, was drin war, und zwar ein Action, das ich aber jetzt schon lange getrunken habe. So sah heute mein Türchen aus. Süß, oder? Total süß. Und ich will diese Türchen immer nie wegschmeißen, weil ich die so schön finde. So, ihr Nerds, ich gehe jetzt wirklich schlafen und freue mich natürlich, wenn ihr bei den anderen Videos, Glitzmas-Videos vorbeiguckt. Ihr könnt entweder jetzt hier auf das i klicken, könnt ihr auch vom Handy aus machen, oder ihr guckt in die Infobox, oder ihr schaut euch mal auf meinem Kanal um. Vielleicht sind da auch irgendwelche anderen Videos dabei, die ihr ganz toll findet. Gute Nacht und wir sehen uns morgen. Ja. Tschüss.